Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger. Heute gibt es eine neue Folge Krieger ruft an. Das heißt, ich rufe einfach mal irgendwelche Abonnenten an, bin dann der Herr Schlons vom Microsoft Live Support und rufe an bezüglich einer Gewaltprävention, weil doch relativ die Schimpfwörter ja überhand genommen haben. Oder ich sage einfach direkt, dass ich Commander Krieger bin. Das Gastgameplay im Hintergrund, das ist von Mr. Protrix. Er spielt Herrschaft auf der Map Sturzregen, das gute alte COD4. Und ich möchte euch da draußen bitten, das ist ein kleiner Aufruf, postet bitte keine Handynummern oder Telefonnummern oder Nachnamen in die Videokommentare, weil diese relativ schnell missbraucht werden können. Das ist mein kleiner Aufruf an euch. Wenn ich da irgendwas sehen sollte, wird es blockiert. Und jetzt viel Spaß mit dem ersten Anruf. Euer Commander Krieger. Hallo? Schönen guten Tag. Sprech mit Herrn... Ja? Microsoft Live Support. Schönen guten Tag, Herr... Hallo. Gehe ich davon aus, dass Sie den Account Magic der Xbox benutzen? Ja, da sind Sie richtig. Perfekt. Beziehungsweise leider nicht perfekt. Darf ich nach Ihrem Geburtsdatum fragen, was Sie eingetragen haben bei Xbox? 13.09.1995, aber der Account läuft wegen Sicherheitszeug läuft er über meinen Vater, weil ich damals noch unter 18 war. Ja. Und da ist mit seiner E-Mail-Adresse mit verbunden, also frankhorst.web.de oder ja, doch was. Ja, ist korrekt. Ich glaube von mir. Ja, genau. Weil wir haben. Ein Problem oder so? Ja, leider schon. Wir arbeiten nämlich in einer gewissen Art und Weise zusammen in Bezug auf eine Beratung, die auf Gewaltprävention abläuft. Können Sie sich vorstellen, warum ich Sie da jetzt kontaktiere? Ja, 16-Jährige spielen Battlefield, was weiß ich, und dann wahrscheinlich sowas. Ja, werden schnell etwas lauter, aggressiver, beleidigen andere Mitspieler etc. Achso, ja. Und da sind Sie uns leider negativ aufgefallen. Okay. So, und da wollte ich mal nachfragen, wie das Ganze so bei Ihnen aussieht mit Gewaltprävention, ob Sie vielleicht schon irgendwelche Vorstrafen oder ähnliches haben. Und je nachdem, wenn das Spiel halt nicht läuft, tut man halt auch mal aus Versehen rumschreien und auch mal den Gegner halt beleidigen. Wie das halt so beim Spielen ist. Ja, aber es waren ja schon recht persönliche Beleidigungen dabei, von Hurensohn, Missgeburt, sehe ich hier einiges. Ja, dementsprechend war das auch ein ziemlicher. Ja, aber ich meine, Hurensohn ist ja natürlich jetzt schon eine klar. Ordentliche Danke. Beleidigung, sage ich mal, ne? Ja. Und gerade auch meine Position hier bei Microsoft sieht halt so aus, dass wir natürlich auch das Ganze präventiv bearbeiten müssen. Ja, ist klar. Und wie heißt es so schön, Strafe muss sein. Ja, schießen Sie los. Also wir werden Ihren Account für 3 Monate sperren müssen. Okay, das ist krass. Aber ich meine, in der Zwischenzeit, ich weiß nicht, es gibt ja einige andere, zum Beispiel YouTube-Videos vom Commander Krieger oder so, die kann man sich ja dann anschauen. Ja, wie machen wir das am besten? Irgendwie gerade einen Trick, oder? Bitte? Weil ich bin zufällig mit dem Commander Krieger im Clan. In welchem Clan sind Sie denn bitte? Bena, Naked. Admin ist Lemon Gibbing und Trunken Bolt. Was der Krieger da alles macht und so, das ist ja alles Schnuppe. Ich weiß, was du dran bist, Herr Krieger. Ich erkenne deine Stimme. Aber es hat gewirkt. Ja, hast du schön gemacht, André. Muss ich dir lassen. Wer kam auf die geile Idee, Lemming, ne? Ja, du hast dich bei Actus... Nein, lach mir viel dreckig. Bei Actus hast du dich zu bedanken. Ach ja, ist typisch für den Sascha. Ja, coole Sache. Freut mich. Ruf dich mal einer der erfolgreichsten YouTuber in Deutschland an.
Ja, und verarscht dich erstmal. Ja, aber Gewaltprävention ist ja ein wichtiges Thema auch, ne? Ja, ja, da hast du recht. Ich feier's gerade. Ist ja fett. So, in Zukunft keine kleinen Kinder mehr beleidigen. Ja, ist cool. Und in Zukunft keine kleinen Kinder mehr beleidigen. Nee, ich bleib eher so bei Landing und Activity so ein bisschen runter machen. Hast du noch irgendwelche Fragen? Ja, wie sieht's denn aus? Spielst du noch mit uns mal so langsam mal? So nee. Fox One? Nee. Also ich werde mir... Du hast Angst, auf die Backen zu kriegen von uns, ne? Das auch. Da habe ich tierische Angst vor. Ja, das ist natürlich selbstverständlich. Aber wenn ihr mal auf die Fresse haben wollt, kommt auf die PS3 und dann mache ich euch einen Ghost mal lang oder auf die PS4 dann. Ach, geh weg mit PS3. Schon allein mit dem Controller. Ja eben, genau das ist der Punkt. Das ist der Grund, warum ich mir keine holen werde. Puh. Bei mir dito. Dann danke ich dir und wünsche dir einen schönen Tag und such nicht so viel. Ja, alles klar, dann hau mal rein und immer schön nackt spielen, gell? Sehr nackt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh ja, schlechte Angelegenheit, den Benefit. Ciao. Alles klar, mach's gut. Guten Tag. Habe ich den Marcel im Apparat? Ja. Marcel, ich habe eine Frage. Weißt du, wer ich bin? Nein. Okay, dann versuchen wir es mal anders. Schaust du YouTube-Videos? Ja. Okay, wenn ich jetzt sagen würde, hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger, wer könnte ich dann sein? CK? Genau. Was? Wie? Ja. Warum? Ich habe mir einfach mal gedacht, ich rufe dich mal an. Wo hast du meine Nummer her? Ach, hör mal. Für einen Commander-Krieger gibt es da Mittel und Wege. Woher gibst du mein... Okay, erstmal runterkommen. Wow. Okay. Krass. Wie geht's dir denn? Gut. Geht's gut. Und dir? Ja, bestens. Nee, ich will gerade so eine neue Episode starten, so nach dem Motto Krieger ruft an. Okay. Ja, und da habe ich deine Nummer zugesteckt bekommen. Da habe ich mir gedacht, ruf sie mal Marcel an. Okay, krass. Von der Jessie. Von der Jessie. Oder was hast du? Genau, von der Jessie. Vom Teamspeak. Ja, okay. Gibt's denn irgendwas, was du mich schon immer mal fragen wolltest? Irgendwas, was ich schon immer mal fragen wollte. Jetzt so nach den letzten, weil ich war ja halt wieder. Sowas, was du dazu vielleicht sagen würdest, auch so zu dem, was jetzt diese Semtex so mit YouTube und so vorhat und das. Ja, da kommt jetzt gleich um 14 Uhr ein Video, wo ich da so ein bisschen zu Stellung nehme, wo ich einfach meine Meinung sage, dass ich ihn halt verstehen kann, dass ich aber es nicht gut finde, dass er so viele Abonnenten als schlecht darstellt. Okay, ja klar. Krass. Was denn? Ich telefoniere mit dir. Ja! Das ist. Bist du das denn gut? Oder soll ich auflegen? Nö, also von mir aus könnt ihr noch weiterreden. Mir ist das egal. Ich hab Zeit. Bist du nicht in der Schule? Nee. Was? Warte, hast du jetzt gefragt, ob ich in der Schule bin oder wie es in der Schule läuft? Genau, ob du in der Schule bist. Ach so, nee, ich hab mir ging es halt früh nicht gut und ich habe eine Magen-Darm-Grippe und wurde jetzt erstmal krankgeschrieben. Dafür hörst du dich aber ziemlich gesund an, dafür, dass du krankgeschrieben bist. Da musst du röcheln. Musst du eigentlich sagen, wie schlecht es dir geht. Und,
Ach warte, ich kann doch. Das geht nicht jetzt. Mir kann es nicht schlecht gehen. Sie hat mich angerufen. Okay. Okay. Findest du die Idee denn gut? Ja, auf jeden Fall. Vor allem, weil man ja dann auch mal so merkt, wie so Leute reagieren, wenn sie total total spontan und unverhofft angerufen werden und mit dir reden und nicht so gekünstelt vielleicht so noch so sich drauf vorbereiten können. Dann danke ich dir. Und ja, schöne Grüße nochmal von Jesse. Danke. Und ja, noch einen schönen Tag und gute Besserung. Danke dir auch. Ciao. Ciao.